Jetzt, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, 6 Stück. 6 Stück auf ein, oh mein Gott. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. I Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Wie viele Spieler kannst du mit einem Airstrike killen in Fortnite? Und damit, hey Leute, Crimex hier. Und heute habe ich mir mal die Frage gestellt, Leute. Erstmal, wie viele Spieler kann man überhaupt mit einem Airstrike holen? Und was passiert, wenn man einfach sogar 6 Airstrikes gleichzeitig wirft? Oh, schmeckt, da verliegt direkt mal eine Sniperli, Leute. Oh, schöner Bodyhot, Shot. Und schmeckt, Leute, schmeckt vom Feinsten. Hier werden die Quickscopes verteilt. Beziehungsweise, es war nicht wirklich ein Quickscope, oder... Ah, warte, ich glaube, hier kommt noch jemand. Auf jeden Fall habe ich in meinem Livestream mit meiner Community zusammen diesen Test gemacht, Leute. Und was da rauskam, war schon echt wirklich krass anzusehen. Alter, ich brauche unbedingt mal eine andere Waffe als nur eine Sniper hier. Was ist denn hier los? Und Leute, was dann passiert ist in dem Livestream mit meiner Community, als wir diese 6 Airstrikes geworfen, oder beziehungsweise als... Oh, da ist noch ein Spieler. Als ich diese 6 Airstrikes einfach auf meine Zuschauer in dem Sinne geworfen habe, die dabei waren. Leute, das war zu krass, ja. Ich würde behaupten, Leute, lasst jetzt erstmal ein Like auf dem Video da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und natürlich Creator-Code iCrimexOG benutzen. Da war einfach immer noch nur so ein Müll-Loot hier in dieser Runde. Was ist denn los hier? Jedenfalls, meine Freunde, war einfach bei diesem Test erstmal die Herausforderung gewesen. Also bei dem Test natürlich, wie viele... Oh, nice, Leute, lecker. Wie viele Spieler man mit einem Airstrike und einer Luftschlaggranate holen kann. War natürlich die Herausforderung gewesen, weil es dieses neue Item, diesen neuen Luftschlag, einfach nicht im Kreativmodus gibt, Leute. Den Gegenstand gibt es einfach nicht im Kreativmodus. Deshalb dachte ich mir in meinem Livestream, okay, werde ich eine Custom Lobby starten. Natürlich mit dem Code iCrimexOG, ihr wisst Bescheid. Oh, warte, hier kommt ein Spieler. Oh, oh, warte mal, hier kommt jemand. Oh, ganz miese Zeiten. Warte, ich glaube, da muss ich erstmal hier ganz los. Werden wir uns jetzt hier erstmal taktisch platzieren und den ein oder anderen Sniper-Shot raushauen. Ich glaube, diese Runde hier wird meine Face-Bewerbung. Oh, okay, warte, komm. Ah, scheiße, Mann. Jetzt mache ich Trick 17, Leute. Passt auf, jetzt mache ich Trick 17. Komm raus, du Paul. Oh, er hat eine Combat Shotgun. Oh. Ah, schmeckt, Leute. Schmeckt. Ja, der Loot, der schmeckt auf jeden Fall auch. Oh, da kommt noch jemand, da kommt noch jemand. Leute, den snacken wir jetzt noch kurz. Jedenfalls war dann die Herausforderung auf jeden Fall gewesen, dass ich das Ganze einfach nicht mal schnell eben in dem Kreativ-Server... Oh, der Typ ist ja absolut lost da unten. Oh, was hat der denn für einen Ping? Der ist ja richtig am Rumlegen. Oh, schmeckt, Leute. Ich hoffe, der hat schön viele Mats für uns, weil Mats sind gerade ganz miese Zeiten. Und dann konnte ich das Ganze auf jeden Fall nicht in einem Kreativ, in einer Kreativlobby machen und habe das Ganze dann, wie gesagt, Custom Games gemacht in meinem Livestream mit meinen Zuschauern. Und da war jetzt halt einfach echt die Schwierigkeit gewesen, weil, Leute, ladet mal ein paar Zuschauer ein in eine Lobby und sorgt mal dafür, dass jeder sich an die Regeln hält, ja. Weil das Ding ist halt, es ist halt eine ganz normale Solo-Runde gewesen, aber wir mussten trotzdem alle, ich sag mal in dem Sinne, zusammenhalten, weil ich dann zu meinen Zuschauern gesagt habe, ey Leute, alle Airstrikes, die ihr findet, bringt sie zu mir. Alle Airstrikes zu mir bringen, wir treffen uns dann. Oh, Alter! Ey, den habe ich ja gar nicht. Oder den habe ich gar nicht gesehen, ja? Ja, okay, bau ab. Ah, Mann, Alter. Oder was baue ich hier? Ey. Er ist irgendwo unter mir. Ja. Danke dafür.
Bruder, er ist absolut nervig, ja. Ich muss hier weg, ich bin lowlife. Slipstream, ich komme. Mich kriegst du nie. Okay, Leute, ich muss hier erstmal weg, ja, der Typ war mir zu hartnäckig. Dafür habe ich zu wenig Leben. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Abonnenten und ich auf jeden Fall gut zusammenhalten mussten, weil jeder hat auf jeden Fall in dieser Runde, in dieser ganz normalen Solo-Lobby einfach Airstrikes gesucht. Dann haben wir einen Treffpunkt ausgemacht. Meine ganzen Zuschauer haben mir dann diese Airstrikes übergeben. Insgesamt hatte ich dann 6 Stück, Leute. Und an der Stelle auch nochmal Props an meine Zuschauer, dass das so gut geklappt hat. Also wirklich krass, keiner hat irgendjemanden gekillt und so weiter. Ich habe alle Airstrikes bekommen und dann habe ich einfach eine 3x3 Box gebaut und habe alle meine Zuschauer dort reingebeten, ja. Ja, es gab leider einen, der sich da nicht so ganz reinbegeben wollte. Kein Gruß geht raus an HTTPX King. Der musste sich dann leider früher von uns verabschieden aus der Runde. Oh shit, da ist Baller, Leute. Da ist ein Baller. Na, okay, soll der mal abhauen? Ich gönne mir jetzt nämlich da unten erstmal das Lagerfeuer auf ganz lecker Schmecker. Oh nein, 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 nein. Warum kommt der denn jetzt wieder? Lass mich doch mal das Lagerfeuer gönnen hier. Bitte. Bitte gönn mir. Oh shit, Leute. Oh shit, er will's richtig wissen. Er will's richtig wissen. Oh, was baue ich hier, Mann? Bruder, muss los. Okay, High Ground ist da. High Ground ist da. Er ist irgendwo unter mir. Was baue ich, Alter? Was soll diese Tür jetzt? Oh, ich glaube, er will mich wegbauen. Ja, der will mich runterbauen. Kleiner Paul Berger. Ey, mit meinen 2 Leben hier, ja. Komm, zeig deinen Kopf. Zeig deinen Kopf, Bruder. Oh! 130er, Junge. Das kommt davon, wenn man hier rumflexen will, mich runterbauen möchte und so weiter. Oh, schöne Heavy Sniper, Leute. Das schmeckt. Auf jeden Fall haben sich da meine ganzen Zuschauer in die Box reinbegeben. Und dann habe ich da einfach auf, ja, ich würde mal sagen, ca. 20 Leute, die da in dieser Box standen, habe ich halt einfach mal 6 Airstrikes reingeworfen, Leute. Ey, das sah zu krass aus. Ich hatte, glaube ich, den krassesten Killfeed meines Lebens. Wie das Ganze aussah, würde ich behaupten, Leute, seht ihr jetzt. So viel zu dem Thema davor. Wie gesagt, lasst ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Creator Code iCramixOG. Wenn ihr diese Tests, diese, ja, ich sag mal, Versuche feiert, dann würde ich jetzt sagen, Leute, checkt jetzt mal aus, wie das Ganze aussah. Mit 6 Airstrikes auf 20 Leute gleichzeitig. Let's go. Hab 1. Okay, Julian schreibt, hab 1. Kasim hat auch 1. Okay, das ist schon mal nice. Das heißt, Vladimir schreibt, er hat 2. Ja, gut, Leute, dann würde ich behaupten, gebt euch jetzt alle hier zum Parkplatz von Dusty Divo. Komm, wir alle zum Treffpunkt, Leute. Jetzt alle zum Treffpunkt. Ich loot hier auch noch kurz durch. Geht alle schon mal Richtung Treffpunkt jetzt. Ja, das ist ja schon mal nice. Ja, hier ist die ganze Paulberger-Gang. Flami schreibt, hat jetzt 4. Tschüss. Wo hast du denn 4 Airstrikes her, Junge? So viel habe ich noch nicht mal gefunden, seit Airstrike draußen ist. Boah, nochmal 2. 4 Airstrikes haben wir jetzt. Oh mein Gott, 6 Airstrikes. Ich werde jetzt hier eine Box bauen, dann müsst ihr alle reingehen. Okay? Ich werde jetzt hier eine Box bauen, dann müsst ihr reingehen. Wir bauen hier einfach eine 3x3 Box. Ich werde jetzt hier 6 Airstrikes reinwerfen, Leute. 6 Airstrikes werden jetzt hier reinklatschen, okay? Es wird übelst krank. Jetzt, let's go. Oh mein Gott, 6 Stück. 6 Stück auf einen, oh mein Gott. Ah, oh shit. Oh mein Gott. Aua, aua, die Raketen, ah. Ey, Lebkuchenmann. Lebkuchenmann, du hast überlebt. Bruder! Lebt, der alte Lebkuchenmann hat überlebt, Alter.
Es kann nur einer von uns. Lebkuchmann. Warte, ich weiß, wir müssen das hier regeln. Oh, nice, nice. Übelst kranke Aktion. Einfach 6 Airstrikes voll in die Menge reingetroppt. Hat Spaß gemacht. Danke an alle, die gerade bei dem Test dabei waren. Lasst ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Let's go. Let's go.